Seelenruhig laufen sie über die Gleise und sammeln ein, was übrig ist, was die Diebe vor ihnen zurückgelassen haben. Hier in Los Angeles County sind immer öfter Güterzüge im Visier von Dieben, werden während der Fahrt ausgeräumt. Rund um die Gleise sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Dicht an dicht liegen Kartons und leere Pakete. Angeblich wurde hier erst 30 Tage zuvor alles aufgeräumt. Es sind die Spuren einer Krise, die sich in den letzten Monaten massiv verschärft hat. Adam Rodriguez arbeitet schon lange bei der Bahn, doch das aktuelle Ausmaß schockiert selbst ihn. Es interessiert die nicht, ob der Zug fährt. Die springen einfach auf, knacken die Schlösser und nehmen sich, was immer sie sehen. Mehr als 90 Container pro Tag versuchen die Diebe zu knacken, teilt die Bahngesellschaft Union Pacific mit. Sogar von organisierten und teils bewaffneten Banden ist die Rede. Wir müssen einfach härter durchgreifen, vor allem hier in Los Angeles. Das sieht auch die Bahngesellschaft so. In einem Brandbrief appelliert sie an die Behörden, endlich härter durchzugreifen. Im vergangenen Dezember sei die Zahl der Diebstähle aus Zügen mehr als 160% höher gewesen als im Jahr zuvor. Der Schaden liege 2021 bei mindestens 5 Millionen Dollar. Wir haben die Zahl unserer Spezialagenten, Drohnen, speziellen Zäune und Sensorsysteme erhöht, teilt Union Pacific Bild mit. Bahnpolizisten hätten bereits hunderte Festnahmen getätigt. Das Problem sei aber, dass die meisten Diebe innerhalb kürzester Zeit wieder auf freiem Fuß sind. Union Pacific erwägt nun, die Gegend zu umfahren. Eine Lösung des Problems ist noch nicht in Sicht und der tatsächliche Schaden kaum absehbar, denn in den Zügen werden auch dringend benötigte Versorgungsgüter wie Corona-Tests und Masken transportiert, die wegen der Überfälle ihr Ziel nie erreichen.